Ein wunderschönen Gut, meine Lieben beim DSV. Mein Name ist Kai Panda und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Tektonika. Ich habe festgestellt, dass bei uns die Seeds für die Pflanzen da hinten ausgehen. Daher bin ich jetzt hier erstmal Blümchen pflücken gegangen. Genau, Zündreben. Da haben wir, nee, wie schon gesagt, das Problem, dass die irgendwie aus irgendeinem Grund weniger Samen produzieren und dadurch dann irgendwann die Gefahr läuft, dass die leer laufen. Wollen wir natürlich nicht, daher pflücke ich jetzt hier erstmal ein paar Blümchen. Auch wenn ich das ein bisschen schade finde, hier die ganze Ecke hier leer zu farmen. Aber gut, wenn es das Spiel so will, dann bekommt es das Spiel auch so. Und vielleicht finden wir hier nebenbei noch irgendwas durch reinen Zufall. Wow, das ist ein tiefes Loch. Okay. So viel zum Thema, was finden. Anzugstempo 3. Na, seht ihr. Hat sich doch schon gerechnet. Wir kriegen die Saat. Das Saatgut kriegen wir und wir bekommen gleichzeitig noch eine neue Technologie. Passt. Damit kann ich leben. Okay. Genug Blümchen gepflückt, würde ich sagen. Gut, hier nehme ich noch mit, sonst ist sie so einsam. Das brauchen wir ja nicht. Vielleicht hätte ich mir auch den Ein- und Ausgang mal markieren sollen. Gefunden. Gut. Dann haben wir das. Ah, das ist schon mal gut. Entschuldigung. Genau, jetzt können wir das mal alles schön vollknacken. Und dann passt das. Okay. Leider kann ich hier nichts machen in der Hinsicht. Da kann ich momentan noch nichts machen. Dann müssen wir später nochmal eins machen für diese, für das Kühlmittel. Aber unterm Strich, es sieht richtig gut aus. Genau, sind Rebensamen. Kann ich die eigentlich? Nee. Kann es auch nicht droppen. Also das ist. Ja. Okay. Das reicht leider noch nie aus. Da müssen wir noch ein paar Wasserräder bauen, bevor das Ganze ausreicht. Wie schon gesagt, wenn wir das hier alles erstmal so weit autark haben, dass das Ganze dann auch läuft. Schade. Schade, schade. Oh, das ist typisch Mensch. Wir müssen die Natur erstmal schön massakrieren. Gut. Die produzieren 900, die produzieren 1000. 1900 müsste doch eigentlich schon reichen, ne? Nee, dadurch, dass die Akkumulatoren momentan noch ziehen, reicht das nicht. Hier haben wir schon wieder vier. Leute, das läuft ja gerade. Warum laufe ich in die falsche Richtung? Okay. Gerade mal kurz einen massiven Performance-Einbruch hier habt. Kann natürlich sein, dass das Spiel jetzt so langsam die Größenordnung kommt, wo mein Rechner dann sagt, ich will nicht mehr. Aber eigentlich dürfte das nicht sein. Okay. Wir produzieren jetzt 2640. Davon sind 7 mit 165 angeblich dabei.
Aber das würde ja heißen, rein theoretisch müssten die Dinger das dann reichen. Eins, zwei. Schauen wir da mal. Die Akkus werden hier auch momentan geladen, also das passt. Verbrauchsverlauf. Also irgendwie, die Anzeige hier ist ja nicht gerade schön. Gut. Für da oben machen wir dann auch noch später Sachen. Gut. Das sieht nicht gut aus. Wir brauchen für hier oben auch noch ein anderes Erz. Moment. Signal triangulated. New location added to HUD. Heavy interference. Mhm. Schwere Interferenzen. Okay. Kühlsysteme. Also, wir müssen dann auch noch das andere bauen. Eisenbarren haben wir schon mal drin. Kupfer haben wir schon mal. Prozessoreinheiten brauchen wir 900. Müssen wir noch ein bisschen produzieren. Ich denke mal, da werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufdrehen müssen. Wir könnten aber mal eins machen. Das wollte ich zwar nicht, weil das nämlich die ganze weil die ganze Produktion dann ansonsten durcheinander kommt, aber ich werde es wahrscheinlich dann doch machen müssen. Und zwar hast du mal das, dann das. Und hier brauchen wir schon die blauen. Okay, die müssen wir nicht auch noch produzieren. Da würde ich aber dann gerne in eine größere Höhle gehen, weil die hier, ihr seht, die Höhle ist schon am Ende. Die sind auch schon am Ende, die sind auch schon hier. Ja. Yep. Okay. Gucken wir mal nach einer größeren Höhle. Das gefällt mir alles ehrlich gesagt nicht so, aber okay. Vor allen Dingen müssen wir auch mal gucken, dass wir... Okay. Dass wir dieses komische Erz noch zusammenkriegen irgendwie. Nein, du bist Kies. Okay. Hier hätten wir nochmal eine kleine Höhle. Aber eben die Betonung liegt auf. Klein. Facility access door unavailable. Refer to display panel for self-repair requirements. Gut, warum sollte ich aber was reparieren, wenn ich einfach drauf rumlaufen kann? Okay. Mhm. Ja, aber hier war ja nichts mehr. Die Technik, das habe ich alles abgeräumt, das ist okay. Und die Größe hier, ja. Von der Größe her reißt mich das jetzt hier gerade nicht mit. Zu niedrig. Brauche eine größere Höhle. Ich will mich aber jetzt auch nicht hinstellen und stundenlang irgendwas freibuddeln. Ich denke mal, da versteht mich der eine oder andere genauso. Hey. Ach, hier brauchst du Kühlmittel und Schienen. Okay. Okay, okay, okay. Gucken wir mal, wo das hier hingeht. Also Kühlmittel und Schienen. Ach, diese Monorail-Schienen. Kann ich die überhaupt schon bauen? Nee. Weil ich muss erstmal in der Forschung weiterkommen. Grundfarben. Oh, das ist auch schön. Hochspannungskabel. Okay. Transport. Logistik. Da brauche ich die Blatt. Okay. Also kommt hier wieder das eine nicht ohne das andere aus. Wir brauchen praktisch für... Hm.
Audi? Tunnel? Entschuldigung, warum komme ich hier jetzt? Geschütztes Gebiet. Ihr seid witzig. Dann sagt das doch. Okay. Dann ist das Gebiet geschützt. Da kommen wir also nicht weiter. Wir haben hier nur so ein kleines... Ja. Eine kleine Halle. Die bringt mir jetzt aber auch keine Punkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil hier kannst du auch nicht großartig bauen. Da hätten wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder... Entweder wir machen massives Terraforming und graben uns bis sonst wohin. Oder wir suchen einfach weiter, bis wir eine vernünftige Höhle bekommen. Aber die Höhle, die ich brauche, die ist ja gar nicht im Spiel drin. Ich habe das hier als Auflösung, ein kleines Löchlein. Das bringt mir alles keine Punkte. Schade. Also werden wir wahrscheinlich nicht drumherum kommen, in den sauren Apfel zu beißen. Und die Höhle von Hand vergrößern müssen. Ja, das ist der kleine Nachteil von so einer Höhlenwelt. Man ist Tatsache auf die Größe der Umgebung angewiesen. Moment, von da kamen wir. Jetzt gucken wir mal kurz nochmal hier rein. Okay, hier sind schöne Pilze. Okay, und. Ja, die Höhlen sind alle so winzig. Ich habe keine Lust, hier 20.000 Höhlen zu besiedeln. Naja gut, ich werde früher oder später nicht drum herum kommen. So, du wolltest... Ah, die Barren und Hochspannungskabel. Oh Gott. Leute, ernsthaft? Okay, ich sehe schon, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir erstmal nicht weiterkommen, ohne groß was zu produzieren. Dann werde ich mir mal was einfallen lassen müssen. Wo geht's hier hin? Nirgendwo. Okay. Ich finde auch dieses komische Atlantum-Erz nicht mehr. Das ist... Wo soll das sein? Das sind die blauen. Die baue ich auch. Komm her. Arm zu Papa. Sei lieb. Gut. Also... Rote, das Blaue, keine Ahnung. Was hier ist. Hier ist auf jeden Fall nochmal eine Höhle. Okay. Okay. Noch mehr Höhlen. Irgendwie. Tropfstein, hängender Efeu, Erde. Stalaktit, Stalagmit. Keine Ahnung. Moos. Flussstein. Okay. Geh mal weg, ja. Wieder geschütztes Gebiet. Oder immer noch, keine Ahnung. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich habe keinen Plan. Wir müssten eigentlich mal gucken, dass wir irgendwo dieses komische Zeug zusammenkratzen. Es wäre ja rein von der Map her Kupfer. Okay. Feld, Schlamm, Fels.
Okay, das Gelbe ist Kupfer. Das Grüne müsste dann Eisen sein. Komm hier. Ich glaube, das Gelbe müsste dann. Was müssten. Das Gelbe war, glaube ich, genau. Kalkstein. Okay. Gelbe ist Kalkstein. Was ist dann? Wieder kein Strom. Kann doch nicht sein. Weil ich habe doch eigentlich mehr als genügend 0 kW Produktion. Wofür sind denn die Wasserräder? Wofür sind die Wasserräder, wenn die keinen Strom erzeugen? Gibt es hier irgendwelche Stromkappe, die ich noch nicht gefunden habe? Das nicht. Kupferkabel. Leitfähiger Kupferkabel, ja. Kann ich die. Ne, die kann ich nicht. Wie zum Geier werden die verbunden? Weil angeblich habe ich jetzt kein Strom. Aber das kann doch nicht. Kinetische Energie, die mit Kurbelgenerator in Strom über. Wie? Moment. Wie soll denn das laufen? Wer lesen kann, ne? Gut, Kurbelgenerator, wo bist du? Da. Das war auch das nächste Problem. Der Kurbelgenerator, der kann doch rein von der Theorie her. Genau. Der kann eigentlich nur auf so ein Ding hier platziert werden. Das heißt, ich habe jetzt das Problem, dass ich. Wie haben die sich das denn bitte vorgestellt? Kann ja wohl nicht, oder kann ich doch? Nee. Wie soll denn das funktionieren? Kriege den Strom auch hier nicht hoch. Ich muss ja alles auf eine Ebene bauen. Weil diese Blechplatten, die leiten ja den Strom nicht eins höher. Oder sehe ich das gerade falsch? Oder leiten die jetzt mittlerweile den Strom schon eine Etage höher? Können wir nur ausprobieren. Das ist so zum Brokkoli. Okay. Okay. Machen wir das so, dann. Wer bitte hat sich diesen Schwachsinn hier einfallen lassen? Wie soll das denn bitte funktionieren hier? Okay. Das kriegen wir aber irgendwie hin. Nein. Entschuldigt mal. Was soll der Schwachsinn jetzt hier? Nicht genügend Rohstoffe. Jetzt wollte ich mich gerade hier. Wow. Komm, mach hin hier. Nein. Hallo? Jetzt. Es geht doch. Maximale Leistung. Produktion 165. Ja, super. Das heißt, ich muss die ganzen Drecksdinger jetzt alle da unten anbinden. Also, oh. Ernsthaft, wer hat denn sich den Schwachsinn einfallen lassen? Oh. Ganz ehrlich, Leute, das ist doch größter Mist, den sie gerade. Da musst du echt jedes Mal noch so eine Platte hier bauen und 20. Leute, ernsthaft. Welcher? Ich sag's lieber nicht. Wer hat sich das denn bitte sowas einfallen lassen hier? Lass mal alles weg, ja.
Das heißt, wir müssen dann in der nächsten Folge die komplette Energiestruktur eigentlich einmal umstrukturieren. Okay. Aber wie schon gesagt, das kommt dann in die nächste Folge. Jetzt müssen wir sehen, wie wir das Ganze hinkriegen. Nervig ist es allemal. Aber dann bedanke ich mich erst einmal recht herzlich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.